Ich habe keinen Tod bekommen, ich habe sogar einen ersten Kill, Digga. Und der lurkt anscheinend gerne rum hier durch die Map. Ich weiß zwar nicht, was. Sein Vater hat wahrscheinlich so viele Pornos runtergeladen. Was denkst du, Digga? Alter, bei mir leckt das übertrieben. Ja, wahrscheinlich sind die Server noch ein bisschen unstabil. Also bei mir geht. Ich kann gar nichts sehen. Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Ja, Starter. Okay. Was geht, Freunde? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und dieses Mal habe ich wieder einen Gast am Start. Stell dich mal vor. Ja, Freunde, es ist soweit. Call of Duty Ghost ist am Start. Da würde ich sagen, hallo meine lieben Freunde. Hier ist euer Jorginho und willkommen auf meinem Kanal zurück. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Weil natürlich wird meine Sicht auch auf meinem Kanal kommen, weil das ist ja unser erstes Mal jetzt. Ja. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment für mich. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe circa 7 Monate auf dieses Spiel gewartet und nun ist der Tag gekommen. Es ist für mich quasi sowas wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Und als ich noch jung war, und das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag. Und was ich noch sagen wollte, ich hoffe einfach, dass wir für das nächste Jahr jetzt wirklich ausgesorgt haben, sage ich einfach mal, dass uns das Spiel nicht enttäuschen wird. Das werden wir ja sehen, das kann ich nach einer Woche irgendwie, kann ich ein Video machen, meine ersten Eindrücke und sowas. Also seid sicher, dass ihr am Start bleibt und so weiter und so fort. Ich wünsche uns allen einfach viel Erfolg und ich hoffe, auch ihr werdet unterhalten dabei. Ja, auf ein gutes Jahr und darauf erstmal Daumen hoch, würde ich sagen, oder? So sieht's aus, Freunde. Auf jeden Fall unterstützen hier, Leute. Es wird auf jeden Fall mega viel kommen. Das hier ist jetzt erstmal wirklich zum Einstieg. Dann wird noch ein Road to Commander kommen. Also ihr werdet jetzt auf jeden Fall voll eliminiert mit Ghosts. Genau, ihr werdet ziemlich viel sehen. Und ja, jetzt müsst ihr eure Zeit für meine Videos verschwenden. Das ist und für meine, Alter. Genau. Okay, also los geht's. Such. Okay, okay. Was wären Sie Truppenmitglied? Ach, ich hab noch Warnorn. What the fuck, alter Soldat? Siehst du das auch gerade bei dir? Natürlich, ich mach mal. Ich kann hier irgendwie meine Klasse wählen. Ich will einfach mal. Digga, ich hab eine Frau. Eine Frau, ich bitte dich. Okay. Ich nehm einfach, was nimmst du? Nimmst du Soldat, Häuserkampf oder was nimmst du? Ich nehm Soldat. Echt? Okay, ich nehme Häuserkampf. Digga, ich frag mich, was bei mir am Startmenü so leckt, Alter. Ich frag mich, was da los ist. Das ist ein Fall für Galileo Mystery, Digga. So sieht es nämlich aus. Gut, ja, Alter, such jetzt endlich mal. Ja, Digga, chill doch mal. Das Team darf mitspielen. Alles gut, Leute. Bleibt bitte ruhig. Ihr seid die ganze Zeit voll Stress. Ist tatsächlich doof, Alter. Ist doch nur ein Spiel, Alter. So sieht's nämlich aus. Kennst du eigentlich den hier? Kennst du den? Müsst ihr mal zu einer Person machen, die ihr mögt. So. Glaub mir, die wird sich sofort in euch verlieben. Digga, wie hieß die Map denn jetzt gerade? Prison Break. Okay. Klingt irgendwie ein bisschen unsozial. Oder wie findest du das? Ghosts und Föderation, Alter, ich bin übertrieben aufgeregt. Der sieht ein bisschen aus so dschungelmäßig. Ich will gar nicht einfach ins Zocken, Alter. Ich hab echt Angst. Sieht zum ersten Eindruck aus so wie Drone. Ja, jetzt ja. So, wenn man das so sieht. Ich mach mal kurz ein bisschen leise, damit man nicht zu 100%ig lauter hört. Ja. So, sag mal was. Hallo? Alles klar, alles gut. Spiel beginnt in. Laber nicht. Alter, was ist doch diese Anzeige? Wow, Alter. Was ist denn los, Alter? Oh, krass. Also die Grafik, muss ich sagen, die ist wirklich geil. Ich bei mir ist es noch unten am Laden. What the fuck, Alter? Echt? Bei dir lädt's noch? Ja. Bei mir geht's. Ja, Alter. Bei mir geht's, Alter. Okay, komm schon. Stopp. Mein ersten Kill, komm schon. Ich will nicht meinen ersten Tod haben. Ich will... Ja, fuck you! Ja. Ich habe keinen Tod bekommen. Ich habe sogar einen ersten Kill, Digga. Und der lurkt anscheinend gerne rum hier durch die Map. Ich weiß zwar nicht, was... Sein Vater hat wahrscheinlich so viele Pornos runtergeladen. Was denkst du, Digga? Alter, bei mir leckt das übertrieben. Ja, wahrscheinlich sind die Server noch ein bisschen unstabil. Also bei mir geht. Ich kann ernsthaft gar nichts sehen. Ernsthaft, Alter. Ernsthaft, wenn du gesehen hättest, wie ich gestorben bin. Siehst du ja dann im Video. Digga, was ist hier los? Ich kann nichts machen. Echt nicht? Nein. Alter, ich muss sagen, der erste Eindruck ist extrem geil. Oh, Alter. Wow. Den hab ich weggeholt, Digga. Verfick nicht mit. Scheiße. Alles gut, Leute. Ey, Digga, bei mir leckt das viel zu krass. Ich echt kann gar nichts machen. Ja, gar nichts. Ja, spiel einfach trotzdem weiter. Ist dein erstes Spiel, das musst du hochladen. Ja, Digga, ich kann ja nicht spielen, weil ich überhaupt nichts machen kann. Das hängt mal fest, ja. Ey, Digga, das sieht so krass aus hier, Alter. Granate, los, flieg. Sei frei. Es bewegt sich nur kurz. Was ist denn los, Mann? Bei mir geht's, Digga. Was ist los bei dir? Bei deinem Leben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich stehe einfach nur hier rum. Echt? Wie ist es so einfach, da rumzustehen? Ist eigentlich chillig, oder? Ich meine, ja. Du musst ja quasi gar nichts machen. Ja, das Ding ist, ich habe gerade nur ein Standbild. Das regt mich jetzt übertrieben auf. Das kann ich mir vorstellen, Digga.
Ich muss das Spiel zocken. Tut mir leid, da kann ich jetzt keine Rücksicht auf dich nehmen, weil, ne? Ne, ist kein Ding. Ich muss da an meine Schätzelein Snickers-Eis-Fans denken, Digga. Das ist gerade, ich habe immer noch Herzklopfen, Alter. Ich kann das gar nicht glauben, dass ich jetzt ein neues Call of Duty spiele. Nach einem verdammten Jahr, Alter. Nach einem verdammten Jahr, die ganze Zeit Black Ops 2, Alter. Der, ich werde das jetzt gleich so machen. Ich werde mein erstes Spiel dann gleich an, werden wir dann nochmal aufnehmen. Also für mich. So, ja, ich gehe jetzt einfach raus, so, weil das bringt ja nichts. Ja, okay, das machen wir. Ja. Also habt ihr noch ein zweites Video? Dank Giorgio, also sagt alle Danke für Giorgio. wer hat das Spiel eigentlich schon von euch? Holt ihr es euch? Ich empfehle es noch keinem. Also ich empfehle es schon, aber noch keinem so richtig, weil ich ja keine eigene Meinung noch zu dem Spiel habe. Und ich laufe hier den ganzen Tag rum und finde keinen. Was ist denn da los, Digga? Kannst du mir das erklären? Digga, ich habe keine Ahnung. Ich laufe hier die ganze Zeit los, aber ich finde einfach diese Atmosphäre irgendwie, die ist echt geil, Alter. Oh, scheiße, ich werde angegriffen. Stopp! Nein! Verdammte Scheiße, Alter! Hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, Leute. Aber es ist in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich werde definitiv dominieren in diesem Spiel. Und da haben wir schon unser nächstes Opfer. Den haben wir locker geholt. Locker flockig. Magst du eigentlich Cornflakes? Cornflakes ist super, Digga. Ohne find Spaß. Also, aber am allerbesten sind immer noch die mit Nougat-Bits. Kennst du die? Nee, ich mag die nicht so. Ich finde eigentlich, Also ich mag wirklich, hier, wie heißen die? Diese Lion-Cornflakes. Kennst du die? Ja, kenn ich. Die sind auch auf jeden Fall übelst lecker. Ja, die waren in der Werbung, Alter. Die sind richtig lecker. Ich liebe die über alles. Aber ansonsten kaufe ich mir immer diese Flocken, diese, keine Ahnung, wie die heißen. Ah, scheiße, wieso stirbt der denn einfach nicht? Ah, oh, den habe ich weggeholt. Ich muss sagen, dass aus der Hüfte schießen scheint ziemlich stark für das erste Mal zu sein. Oh, kann ich die Säge benutzen? Nein, kleiner Spaß, das wäre auch zu toll für Call of Duty. Oh, ich muss sagen, ich bin, ja, ziemlich aufgeregt, dieses Spiel immer noch zu spielen. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, die Spieler, die hier das gerade spielen, sehen das auch. Also, ich bin nicht der Einzige. Nimm das. Ah. Wow, ernsthaft? Ey, Digga, also die Granaten... Wow, what the fuck? Fast hätte ich mich selber umgebracht. Ich muss sagen, die Granaten werden echt nicht weit geworfen. Ja. Das nervt mich ein bisschen. Wie gesagt, Digga, ich bin auch übertrieben gespannt. Digga, eigentlich tust du mir gerade auf. What? Der hat Hunde. Der hat Hunde, Digga. Echt? Ja, der hat Hunde. Ich bin wahrscheinlich mit einem Amerikaner hier in der Lobby, der das Spiel schon länger spielt. Das kann natürlich sein. Aber ich muss natürlich sagen, auch wenn ich jetzt natürlich Pech gehabt habe, ich freue mich, wenn ich gleich mal ein Match mache. Ich werde meinen Computer auf jeden Fall neu starten. Und dann, wie gesagt, habt ihr noch ein zweites Video, Freunde. Also, definitiv. Also, ich nehme dann auch gleich mein zweites Spiel auf. Lass mal hier hochgehen, mal gucken, was... Wow, das Leitersteigen sieht immer noch genau gleich aus. Echt? Ja, nicht mal, du siehst nicht mal deine Hände, das ist wie bei Counter-Strike vor 10 Jahren. Ja, Digga, dazu muss man auch sagen, wenn man wirklich auf Grafik bezogen ist, dann spielt man lieber Battlefield 4. Ah, ja, Digga, jetzt mal ehrlich, Grafik, was hat das mit dem Spiel zu tun? Ich sage ja nur Battlefield 4, wenn man auf Grafik bezogen ist, ist einfach so. Ja, ich bin negativ, Alter, ich schäme mich schon ein bisschen. Aber es gibt halt Leute, die halt zocken das schon die ganze Zeit, wisst ihr? Sieht man an den Leveln auch von denen. Lass ich ja vor alle so Level 1. Nein. Die Amerikaner hatten das natürlich schon... Oh, what the fuck, man. Ich kriege mich durch meine eigene Granate, Alter. Die hatten das schon viel früher. Und ich schlage mich ziemlich schlecht. Shit, Alter. Shit. Ja, aber wie gesagt, ist ja das erste Spiel. Was willst du machen? Ja, ist okay. Ich vergebe dem Spiel. Nimm das. Ah, ich liebe es, Granaten zu werfen. Irgendwie sieht das cool aus hier in dem Spiel. Gefällt mir. Und der Granatenradius ist ziemlich groß, Alter. Auch wenn ich sagen muss, ich verkacke da ziemlich. Aber weißt du, was mir auffällt? Was denn? Ich komme ziemlich gut klar in dieser Map, schon nach ein paar Sekunden. Echt? Also ich gewöhne mich richtig schnell dran. Also diese Map ist quasi für mich schon so wie High-Rise. Okay, wollen wir nicht übertreiben, ne? Aber ich sterbe die ganze Zeit jetzt auf einmal. Was habe ich für ein Ping? Ich bin Level 1. Ja, seht ihr, der erste ist Level 8 oder so. Also die zocken das schon alle wesentlich länger. Also ich glaube, die das zuerst zocken konnten, die konnten das schon 12 Stunden vor uns in Deutschland zocken. Und die wohnen in Neuseeland, in Australien und so weiter und so fort. Vor allem, was mir auch auffällt, das Movement der Teammates und der Gegner, das sieht ziemlich gut aus. Echt? Ja. Ja, Digga, ich bin echt übertrieben heiß drauf, Mann. Kannst du auch durch, gefällt mir gut, der Anfang. Vor allem die Grafik ist eine geile Atmosphäre. Vor allem, das sind einfach so diese Farben, die sind so extrem intensiv. Erinnert mich ein bisschen an Black Ops, muss ich sagen. Echt? Ja, die Farben erinnern mich ein bisschen an Black Ops. Ich weiß zwar nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber die Farben erinnern mich schon zum Teil an Black Ops. Und ich werde die ganze Zeit beschossen, ich weiß aber nicht von wo. Ist echt kompliziert, Alter.
Ich würde schon fast sagen, ein Fall für Galileo Mystery. Aber ich muss ja echt sagen, Alter, ich bin auch übertrieben heiß auf das Spiel. Natürlich jetzt scheiße, was gerade abgegangen ist. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Auch gerade in Steam, wenn ich gucke, steht da auch irgendwas mit 97% bei Call of Duty Ghosts. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Das liegt bestimmt an den Servern. Oder Server, so sagt man das, ja? Servern. Nein, man sagt Server. Mehrzahl von Server ist Server. Digga. Ist leider so. Ja, aber komm mir nicht mit meiner Grammatik an, Alter. Digga, wir sind hier nicht im Deutschunterricht. Alles klar. Nein, also wie gesagt, ich bin echt gespannt. Ich werde meinen PC gleich neu starten und dann machen wir auf jeden Fall noch ein Spiel. Ja, klar. Dann mal lade ich gleich auch noch mein zweites Spiel hoch. Genau. Gefällt mir sehr gut, das Spiel, Leute. Davon wird so viel kommen, Alter. Ich liebe es jetzt schon, Alter. Ich weiß nicht, wieso. Ich werde es niemals hassen. Ich werde es heiraten. Ich werde mit ihm Kinder zeugen. Ich werde Livestreams machen, vor allem. Ja, also Livestreams auf jeden Fall. Ja, Livestreams auf jeden Fall. Ich finde, es ist einfach so eine geile Atmosphäre. Es ist alles so beleuchtet irgendwie so. Es hat etwas ganz, ganz Besonderes an sich, Digga. Es hat etwas ganz, ganz Besonderes an sich, diese Map zumindest. Okay. Finde ich irgendwie. Ja, die ist extrem so. Ich kann es gar nicht erklären, Alter. Die musst du selber zocken, dann weißt du, was ich meine. Ja. So, man fühlt sich echt schön hier so. Irgendwie, man fühlt sich wie im Himmel. Jetzt ohne Scheiß jetzt. Okay. Ich finde diese Map einfach extrem geil. Vielleicht habe ich meine Helligkeit zu hoch gestellt, ich weiß nicht. Oder bin auf Droge oder so. Ich weiß nicht, was los ist. Auf jeden Fall bin ich negativ. Aber du weißt ja, was meine Ausrede ist, oder? Ja, natürlich. Digga. Ich werde auf jeden Fall noch besser in dem Spiel. Aber wie gesagt, das ist dein erstes Game. Was willst du machen? Ich wurde gerade eben zweimal einfach getötet. Hast du die ganze Zeit ein Standbild? Aber ja, yeah, Call of Duty Ghost macht auf jeden Fall Spaß, Freunde. Es wird definitiv gut, trotz des Standbildes. Auf jeden Fall. Also das war ein Erlebnis, meine liebe Herren. Aber ich sehe auch gerade meine Freunde, das ist in Steam. Die starten auch die ganze Zeit neu. Die Arme, und ich zocke hier schon, Alter. Ich hab YouTuber-Bonus oder was, Alter. Ich weiß auch nicht, was bei dir los ist, Digga. Ah, oh, krass. Ah, die Autos sehen auch ziemlich geil aus. Schade, dass man die nicht fahren kann. Aber das wäre auch schon wieder irgendwie zu viel des Guten. Und wie hat der mich bitte schon gesehen, Alter? Ich muss sagen, ich glaube, meine Connection ist auch ziemlich schlecht im Moment. Ja, das liegt aber daran, weil alle jetzt auf einmal spielen. Okay, Leute, das war mein erstes Spiel. Ich bedanke mich herzlich fürs zu Ende schauen. 9:17. Mal gucken, wie ich gleich abschneide. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein geiles Erlebnis. Ich muss sagen, darauf würde ich sagen, einen Daumen hoch für eine geile Zeit. Ja. Und ich bedanke mich, wie gesagt, fürs zu Ende schauen. Link in der Beschreibung zu Giorgio. Giorgio, ich bedanke mich bei dir, weil trotz, dass es abgekackt ist, hast du trotzdem gewartet. Ja, Digga, das ist echt, das musst du mir auch hoch anrechnen. Das bedeutet mir sehr viel, muss ich sagen. Ja. Und ich bedanke mich bei dir. Ich gehe erstmal aus der Lobby, damit ich nicht zufälligerweise mein zweites Spiel noch mache und euch betrüge. Und dann sage ich nur noch, und haltet alles steif bis zum nächsten Video. Ich bin bald wieder da, weil ich lade heute mehr Videos hoch. Und dann überlasse ich dir das Schlusswort, Giorgio. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch oder nehmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen aushalten. Ich würde sagen, bis bald am nächsten Wald. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, tschüss!